Moin zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Craft Attack 6, meine lieben Zerberster und Zerbersterinnen. Das letzte Video ist ja schon ein bisschen länger her. Warum das Ganze so ist und alles drum und dran, erzähle ich euch nach dem Intro. Let's start again. Ja, bevor ich damit anfange, euch zu erklären, was jetzt genau mit Craft Attack los ist, wieso ich in der letzten Zeit nicht so viele Craft Attack Videos hochgeladen habe, möchte ich ganz kurz noch eine andere Sache erwähnen. Und zwar morgen ab 18 Uhr, meine lieben Freunde, geht es los auf www.twitch.tv/gtimetv mit dem großen LAN-Party-Event. Und die Sonne geht hier, glaube ich, gerade unter. Das heißt, wir können jetzt gleich erstmal kurz pennen gehen. Und das Ganze geht dann bis Sonntag 14 Uhr, ja, eine durchgängige LAN-Party, die live auf meinem Stream-Kanal übertragen wird, mit vielen Teilnehmern und vielen Gästen vor Ort. Es wird ein geiles Event, also nicht vergessen, schaltet morgen ab 18 Uhr ein. Und dann möchte ich auch direkt mal darauf kommen, wieso jetzt keine Craft Attack Videos kamen. Also, es ist nicht so, dass ich die Lust an Craft Attack verloren habe. Ich selbst habe eigentlich richtig Lust zu spielen. Was mich mehr oder weniger stört an der ganzen Sache, ist, wie soll ich das erklären? Der Kommentarbereich oder wie das Ganze von den Zuschauern, ich will jetzt nicht sagen euch, weil nicht jeder von euch ist ja so. Deswegen, in diesem Fall einige Zuschauer, immer wieder damit rumnerven, dass Teilnehmer XY in dem Projekt inaktiv ist. Und ich versuche das jetzt heute mal in dem Video euch einigermaßen, ja, aus meiner Perspektive zu schildern, was mich dabei so ein bisschen stört oder was mir auf die Nerven geht. Und zwar, wenn ich jetzt hingehe und so ein Riesenprojekt wie Hohenehr plane und dann sage, yo Leute, wir bauen ein fettes Schloss und so, dann mache ich das ja, weil ich gerade Content mir fürs Projekt quasi vornehme, mit dem ich langfristig zu tun habe. So, das Problem an der ganzen Sache ist, das machen andere Teilnehmer nicht so. Und das ist der Grund, warum andere Teilnehmer teilweise, ja, vielleicht nicht so lange ein Projekt wie Craft Attack bringen, wie ich jetzt zum Beispiel. Was ja auch nicht schlimm ist. Es ist ja jedem seine Sache, wie aktiv er ein Projekt bringt, wie lange er ein Projekt bringt. Das soll ja jeder YouTuber selbst für sich entscheiden. Also ich würde mir auch niemals von irgendjemandem vorschreiben lassen, dass ich Projekt XY so und so lange zu bringen habe. Und wenn ich das nicht mache, Pech gehabt, so, ne? Das ist eine Sache, früher habe ich auch immer so gedacht und gedacht, ja, man muss den Leuten vorschreiben, dass sie das zu tun haben, sonst dürfen sie beim Projekt nicht mitmachen und. Aber das ist eine Sache, die wird niemals funktionieren, Leute, weil niemand wird sich das vorschreiben lassen. Auch ihr würdet euch das nicht vorschreiben lassen. Versetzt euch einfach mal in die Lage, ihr habt einen YouTube-Kanal, habt eine Sache, die nicht funktioniert, ja, und habt andere Dinge, die dafür funktionieren. Ihr würdet auch eher die Dinge hochladen, die funktionieren. Das ist einfach so. So. Das tut aber auch nichts zur Sache jetzt bei mir, sondern was bei mir ein bisschen zur Sache tut, ist einfach, also falls euch jetzt wundert, warum ich hier anfange umzubauen, ne? Ich habe mit Basti gesprochen, ich darf hier hinten seinen Bereich umbauen, weil ich will hier so einen Piraten, Bereich bauen. Was jetzt viel zur Sache tut, ist halt einfach, dass der Frust, dass andere YouTuber aufgehört haben, an die falschen Leute gebracht wird. Und in dem Fall rede ich jetzt einfach mal von mir, weil ich, glaube ich, in der letzten Zeit so der Einzige war, der noch Craft Attack gebracht hat. Und das unter anderem, weil es mir Spaß gemacht hat und ich das Projekt eigentlich ziemlich, ziemlich cool finde. So, und mich hat das eigentlich diese Staffel, wenn ich ehrlich bin, kein bisschen gejuckt, dass andere Leute aufgehört haben mit dem Projekt, dass ich größtenteils alleine auf dem Server bin. Ich fand super, wie das mit den Städten funktioniert hat, dass wir so einen riesen See hatten und alle Städte direkt im Umkreis lagen und keine Stadt irgendwie über 1000 Blöcke entfernt war, ja. Das waren alles Vorgaben, die ich genannt hatte, damit ich wieder bei der Staffel dabei bin. Und eigentlich alles das, was ich wollte, wurde eingehalten. Und es gibt eine Sache, die werde ich niemals verlangen und die habe ich ja gerade schon erklärt. Und zwar, dass Leute das Projekt aktiv über einen bestimmten Zeitraum bringen müssen, ja. Ich kann an der Stelle immer nur sachlich das sagen, was ich auch im Stream gesagt habe. Ihr, die Zuschauer, müsst halt selbst entscheiden, welchen YouTuber ihr bei dem Projekt unterstützen wollt, inwieweit ihr ihn unterstützen wollt. Und wenn euch das stört, dass jemand das Projekt in euren Augen nur bringt, um am Anfang den Hype abzugreifen, ja gut, dann wisst ihr ja beim nächsten Mal Bescheid und dann guckt einfach dort nicht mehr das Projekt. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Also ich will auch niemanden dazu anstiften in irgendeiner Form oder so. Aber ich kann halt nur, ne, das sagen, wie ich darüber denke. Und wie gesagt halt, wenn ein YouTuber das nur eine Woche bringt oder zwei Wochen das Projekt, dann ist das halt so, ne? Das, was viel nerviger ist, dass ihr dann zu Leuten, wie jetzt in dem Beispiel mir, hingeht und durchgehend im Stream, zum Beispiel im Chat, rumnervt. Ja, voll langweilig, das Projekt ist schon tot, der und der hat schon längst aufgehört, ohne den ist das Projekt nicht mehr so gut.
das war viel geiler, wo der noch da war. Genauso auch in den Kommentaren. Dann nehme ich mir vor, sowas wie Hohenerd zu bauen. Dann fangen die Leute an, ja Kevin, warum baust du das denn? Das macht doch gar keinen Sinn. Es spielt doch gar keiner mehr. Das Projekt ist doch schon längst tot und du fängst jetzt noch an auszurasten. Das lohnt sich doch gar nicht mehr. So, und wenn ihr die ganze Zeit, immer wenn ihr ein Video hochladet, sowas in den Kommentaren liest, was denkt ihr dann mit der Zeit? Ich denke, dann denkt ihr dasselbe wie ich. Und ich sag das jetzt mal auf gut Deutsch. Ich habe mir dann irgendwann gedacht, boah Leute, wisst ihr was? Leckt mich, dann bringe ich halt gar kein Craft Attack mehr. So ungefähr habe ich mir das gedacht und habe dann einfach aufgehört, Craft Attack hochzuladen. Und habe es auch nicht mehr im Stream gebracht. Einfach, weil ich auf diese ganze Diskussion gar keinen Bock mehr hatte. Weil ich habe das Gefühl gehabt, ich rede gegen eine Wand. In meinen Streams habe ich in stundenlangen Dialogen, habe ich immer wieder erklärt, Leute, es ist mir egal, ob irgendwer aufhört, mir macht das Projekt Spaß. Und ich bringe das einfach, weil ich dieses Craft Attack Ding schon immer geil fand, so eine Stadt aufbauen und so. Die Leute haben ja ihren Beitrag quasi schon geleistet, viele, ja, die haben hier dicke Häuser und alles gebaut. So, und ich kann denen halt keinen Vorwurf machen, ja, die haben dann halt vielleicht nicht ganz so viel geplant wie ich, ja. Aber der Server, ihr seht, der ist noch da, ich kann hier drauf jederzeit spielen. Und warum müssen denn die anderen Leute da sein? Klar, ist es lustig, wenn ein Craft Attack getrollt wird und alles. Aber man muss dazu sagen, Craft Attack war ja ein Projekt, was nicht nur immer auf Trollen aufgebaut hat. Vieles davon ist ja auch durch Zuschauer kaputt gegangen. Ja, weil die Leute immer wieder rumgejammert haben, das ist zu viel Getrolle, baut doch mal lieber was. Wenn nur noch gebaut wird, dann hören natürlich andere YouTuber auf. Aus dem Grund einfach, weil bauen ist halt bei denen nicht so die Sache, die halt immer ankommt, ne? Es gibt viele, bei denen ist das halt so, die sind mehr auf Entertainment ausgelegt, ne? Die wollen so ein bisschen auch trollen und so. Und wenn die Zuschauer da rumjammern die ganze Zeit, dann kann ich das auch verstehen, dass sie irgendwann sagen, ja, das Projekt hat für mich keinen Reiz mehr, ne? Klar soll natürlich nicht jeden Tag getrollt werden, wie bekloppt, und irgendwie die Arbeit von jedem zunichte gemacht werden. Das muss schon ein gesundes Verhältnis haben, da gebe ich euch recht. Aber es gibt halt schon Zuschauer, die drehen am Rad, wenn du nur hingehst und von jemandem einen Erdblock abbaust, ja? So ungefähr. Man muss dazu einfach sagen, ich persönlich, das ist meine Meinung, finde, dass die Zuschauerschaft, und damit sage ich jetzt nochmal, ich meine damit natürlich nicht alle, es gibt da draußen super viele Leute, die einfach wie ich Craft Attack als ein Projekt sehen, an dem man Spaß hat, die das Projekt aber über die Zeit hinweg durch ihre Art, ja, wie sie zuschauen und sich mit einbringen als Zuschauer, das Projekt kaputt machen. Weil sie der Meinung sind, sie müssen YouTubern und Streamern vorschreiben, wie sie das Projekt zu bringen und zu machen haben. Und das war früher halt einfach nicht der Fall. Früher konnte man einfach machen, was man wollte. Klar gab es immer diese Idioten, die dann rumgeflamed haben und rumgeheult haben. Also, damit sind dann halt diese, ja, Zuschauer, die nur rumhaten, gemeint. Aber die waren halt in einem gesunden Verhältnis. Wenn ich überlege teilweise, was manchmal hier abgegangen ist bei so Kleinigkeiten, ja, wo es Auseinandersetzungen in der Staffel gab. Also, wenn ich da an die dritte Staffel zurückdenke, was da alles abgegangen ist, holy moly. Also, da ist das, was hier in dieser Staffel passiert, ist noch richtig, richtig harmlos gewesen. Und im Endeffekt, am Ende fanden es dann alle doch irgendwie lustig und haben sich gerade das angeschaut. Ne? Also, ich möchte einfach nur dazu sagen, dass, glaube ich, ihr als Zuschauer auch einiges an Einfluss auf so ein Projekt nehmt. Vielleicht ist euch das manchmal gar nicht so bewusst, weil ihr denkt, ja, ich bin ja nur derjenige, der zuschaut und im Chat schreibt. Aber ich glaube, ihr nehmt da einiges an Einfluss drauf. Und ich sage jetzt mal an der Stelle, wenn ihr natürlich Leute, die viel Zeit in ein Projekt investieren, viel Liebe, ja, und Leidenschaft unterstützt und andere YouTuber sehen das, vielleicht fangen sie dann ja auch an, genauso viel Zeit zu investieren und Leidenschaft. Versteht ihr, wie ich das meine? Das heißt also, wenn da jetzt jemand hingeht, wie ein Spark, der da so ein richtig dickes Haus baut und noch zig Sachen dazu, wenn ihr den unterstützt, ja, oder auch einen Joe und Iosa, die da richtig viel Zeit investiert haben. Ich weiß, es haben sehr viele Zeit investiert. Ich kann jetzt nur nicht alle Leute aufzählen. Aber wenn ihr solche Leute unterstützt, dann sehen das die anderen. Und natürlich gucken die, ja, was machen die denn genau, dass sie so unterstützt werden? So, und dann fangen natürlich die anderen an, sich auch ein bisschen daran zu orientieren. Wenn ihr natürlich euch Trolls gerne reinzieht, ja, und die ganze Zeit nur am liebsten sehen wollt, wie getrollt wird, dann ist klar, dass sich automatisch einige Leute daran anpassen und nur noch trollen, ja. Ich habe zum Beispiel jetzt bei mir so diese Regelung getroffen, dass ich halt versuche, ein gesundes Verhältnis reinzubringen. Das hat in dieser Staffel, finde ich, auch sehr, sehr gut funktioniert. Also ich habe viel gebaut und viel getrollt. Ich meine, man sieht ja auch viel gebaut, ne. Also hier ist wirklich einiges passiert, auch wenn Hohenerd noch nicht steht. Aber trotzdem muss man sich einfach mal das hier alles anschauen. Hier ist eine Menge passiert und ich bin da auch super, super stolz drauf und finde das richtig cool,
cool und freue mich, wenn diese Map endlich mal veröffentlicht wird, sodass ihr sie runterladen könnt und dann auch sehen könnt, was ich wirklich hier an Arbeit reingesteckt habe für euch, damit, wenn ihr die Karte dann runterladet, auch endlich mal einen Bereich zur Verfügung steht, den komplett ich gebaut habe und ihr sagen könnt, jo, der Kevin, der hat hier richtig viel gemacht für uns. Ich will ja auch noch Easter Eggs hier verstecken, die ihr quasi nicht in den Aufnahmen zu sehen bekommt. Ja, wie gesagt, also was ich einfach nur sagen will, ihr müsst an der Stelle einfach mal entscheiden, wen ihr da unterstützt, ja, und was ihr genau wollt. Und vor allen Dingen, versucht doch einfach mal Leute zu motivieren, statt zu demotivieren, ja. Vor allen Dingen, wenn sich Leute gerade mit dem Projekt Mühe geben. Ich muss an der Stelle einfach sagen, ich finde es super schade. Ich fand, Craft Attack war ein super, super, also diese Staffel war eine super geile Staffel. Ich kann keinen Teilnehmer in meinen Augen einen Vorwurf in irgendeiner Art und Weise machen. Ich finde, alle Teilnehmer haben sich gut eingebracht eigentlich. Klar gab es den einen oder anderen, der gar nicht erst auf dem Server war. Die erwähne ich jetzt aber auch nicht damit, ja. Aber ich sag mal, alle, die irgendwie in irgendeiner Form hier mal eine Zeit lang mitgespielt haben, selbst Axel, bei dem ich am Anfang gedacht habe, so, ob der hier überhaupt gut reinpasst in das Projekt, weil, ich habe halt einfach gedacht so, jo, okay, der ist halt nicht so der Zockertyp. Was will der in einem Projekt wie Craft Attack? Dann kann man doch direkt jemand reinnehmen, der eher viel Minecraft spielt, vielleicht noch nicht so einen großen Kanal hat, aber der hätte es eher verdient. Habe ich mich absolut getäuscht drin. Ich muss sagen, Axel war eine Riesenbereicherung fürs Projekt, ja. Auch er hat es sehr aktiv gebracht, fand ich. In dem Fall muss ich einfach sagen, ich bin mehr oder weniger von der Zuschauerschaft, nicht von allen, von einigen, stark enttäuscht, dass sie halt mit Absicht da so einen Stress ausgeübt haben. Vor allen Dingen teilweise mit mir dann sogar in meinen Streams diskutiert, dass ich irgendwie zu einem Unge rübergehen soll und dem am besten sagen soll, er soll wieder aktiv Craft Attack bringen, Leute. Dafür bin ich nicht zuständig. Wenn jetzt jemand wie Unge keinen Bock hat, Craft Attack zu bringen, der kann ja nicht hingehen und ihm das vorschreiben. Das ist absolut seine eigene Entscheidung. Und da bin ich auch nicht der Vermittler für, ja. Das heißt, dann müsst ihr selbst Simon fragen, ob er nicht Bock hätte, das wieder zu bringen. Und das habt ihr in dem Fall nicht getan und dann ist das halt auch so, ne. Ich glaube, wenn seine Community, also wenn ihr jetzt als die Community von Simon, ja, euch wünscht, dass er aktiv Craft Attack bringt und ihr ihm das direkt sagt und er sieht, hey, meine Community wünscht sich das, kann ich mir vorstellen, dass ein Simon auch gesagt hätte, yo, wenn ihr euch das so gerne wünscht, dann bringe ich das auch für euch, ne. Muss man einfach an der Stelle sagen. Also, es bringt halt nichts, wenn ihr als Community oder ein Teil der Community. Ich denke auch nicht, dass das alle Zuschauer von Simon waren, also bei Weitem nicht und von anderen YouTubern, aber wenn ein Teil von euch zu einem anderen YouTuber geht, der wird halt nicht dahin gehen und den Leuten sagen, ja bitte bringt ihr wieder Craft Attack, eure Zuschauer schreiben das in meinen Chat, ja. Mir persönlich geht das dann eher auf die Nerven und das führt dann eher dazu, dass ich irgendwann sage, ja nee, da habe ich gar keinen Bock mehr drauf, da tue ich mir nicht an den ganzen Tag und dann passiert sowas wie jetzt gerade, dass ich eher keine Lust habe, Craft Attack hochzuladen, nicht aus dem Grund, weil ich keinen Bock auf das Projekt habe, sondern einfach, weil ich keine Lust habe, diese Kommentare zu lesen, ne? Also, ich sag das auch mal ganz nett, ja. Natürlich, klar kann man sagen, ja, da musst du drüber stehen, Kevin, aber wie gesagt halt, also ich glaube, niemand hätte Lust, irgendwas hochzuladen, wenn er am Ende immer wieder in den Kommentaren nur liest, ja, das Projekt ist sowieso tot, macht keinen Sinn, alles doof, kacke, ne, dann denkt man sich ja auch, ja gut, dann lade ich es halt nicht mehr hoch, wenn ihr es nicht sehen wollt, ne. Deswegen auch nochmal von mir die Frage an euch, wie sieht das denn jetzt aus? Habt ihr noch weiterhin Interesse? Ich sag mal, es kommt jetzt sowieso bald wahrscheinlich die 1.14 raus, die soll ja zwischen Juni und April erscheinen, oder zwischen April und Juni, und es ist ja jetzt schon mittlerweile fast Mitte April, also ich gehe mal davon aus, dass sie so im Mai spätestens erscheinen wird und dann habe ich definitiv vor, in der 1.14 ein Projekt zu machen. Keine Ahnung, ob es da eine neue Staffel Craft Attack gibt, falls jetzt einige Leute denken, hä, die alte Staffel ist ja jetzt schon gerade mal, ja, eigentlich fast gar keine Zeit her. Craft Attack war immer ein Projekt, was sich an neuen Versionen von Minecraft orientiert hat, deswegen, ich kann da nichts zu sagen, keine Ahnung. Auf jeden Fall hätte ich Bock, in der 1.14 was zu machen, ja. Solange würde ich zur Not mit Craft Attack überbrücken, bis die 1.14 kommt. Müsst ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wie da eure Lust und Motivation zu aussieht. Und ansonsten, ich weiß noch nicht genau, was ich hier auf dem Kanal alles jetzt hochladen werde, weil ich habe ja auch noch meinen VOD-Kanal inzwischen, wo ich viele vergangene Livestreams hochlade. Im Moment spiele ich viel so Sachen wie Overwatch und kann da vieles von nicht hochladen, weil ich auch im Hintergrund einfach Musik höre, die ich auf YouTube quasi nicht nutzen darf. Ja, deswegen bin ich am überlegen, ob ich so ein bisschen Oldschool-LPs mal wieder hochladen soll hier auf dem Kanal von Spielen wie Echo oder auch Satisfactory oder so. Müssen wir mal schauen. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher, wo die Reise hingeht, was ich genau jetzt auf YouTube machen will, weil im Grunde warte ich nur auf eins und das ist Hytale, Leute. Ich freue mich schon sehr auf den Release von Hytale und fieber die ganze Zeit der ganzen Sache entgegen. Ich weiß nicht, wie es da bei euch aussieht, aber momentan dreht sich alles für mich nur noch um Hytale und ich hoffe, dass das Spiel irgendwann in eine B
Beta geht, dass ich richtig Content ballern kann, weil ich habe mega Bock auf Hytale. Ohne Witz, Leute. Schreibt mir mal in die Kommentare eure Meinung zu der ganzen Sache. Also nicht, dass ihr denkt, ich bin irgendwie aufgeregt oder sauer oder so. Ich wollte einfach nur sagen, ich habe dann einfach keinen Craft Attack jetzt mehr hochgeladen, weil ich einfach mich von diesen Kommentaren nicht weiter demotivieren lassen wollte. Und deswegen, ja, ich bin mal gespannt auf eure Meinung, Leute. Es tut mir wirklich sehr leid, dass einige von euch sich sehr auf Craft Attack immer gefreut haben und deswegen die Videos jetzt ausblieben. Aber ich glaube, dass die Leute, die sich drauf gefreut haben, wenn sie sich dieses Video anschauen, dass ihr das so ein bisschen nachvollziehen und verstehen könnt. Im Livestream habe ich das schon mal ein paar Leuten erklärt, als sie zugeschaut haben, und da haben das sehr viele verstanden, haben auch gesagt, Kevin, absolut in Ordnung, kann ich super nachvollziehen, dass du dann gar keinen Bock hast, das hochzuladen oder zu bringen. Und deswegen, ja, ich frage jetzt einfach mal, wie es bei euch aussieht, und dann können wir ja mal weiterschauen, ob wir dann in nächster Zeit wieder regelmäßiger Craft Attack bringen. Bock habe ich auf jeden Fall. Müssen wir mal schauen, ne, wie ihr da unterwegs seid. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder, liebe Freunde. Und nicht vergessen, morgen 18 Uhr geht's los mit der LAN-Party auf www.twitch.tv/gtimetv. Es wird geil. Schaltet also ein. Bis dann. Tschüss zusammen.